Und nun kommen wir zu unseren heutigen Gästen zum Kaffee, auf die sich viele von Ihnen schon unglaublich freuen. Die beiden melden sich aus dem Lockdown fulminant zurück, denn sie haben die Zeit genutzt und neue Songs für ihre Fans geschrieben. Lieder, die einmal mehr beweisen, dass die beiden, trotz allen Erfolgs, den sie haben, genauso normale Menschen sind wie du und ich, dass sie während der Pandemie die gleichen Sorgen hatten wie wir alle. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit den Amigos. Ich glaube auch in Amerika, in den großen Charts, dass da 11 Jahre hintereinander auf 1, glaube ich, das hat selbst in Amerika keiner geschafft. Ob Michael Jackson oder wie die alle heißen. Mit ihren Hits haben die legendären Brüder aus Hessen goldene Schallplatten und Platinplatten noch und nöcher gesammelt. Egal, wenn du die Tür aufmachst, dann kommst du hier rein und gehst an der Wand vorbei. Und dann, das ist einfach Gänsehaut pur. Es ist offensichtlich, die Amigos haben auch in den eigenen Reihen viele Freunde. Seit mehr als 50 Jahren stehen sie auf der Bühne. Doch der große Erfolg kam erst 2006. Bis dahin war die Musik eher Nebensache. Bernd hat als Bierbrauer gearbeitet, Karl-Heinz als LKW-Fahrer. Wenn euch vor 5 Jahren einer nachts um 12 geweckt hätte und gesagt, ihr werdet die Nummer 1 in den Charts in Deutschland, was hättest du dem gesagt? Da hätte ich den für bekloppt erklärt, wahrscheinlich. Das ist ein Märchen, das muss man ganz klar sagen. Es passiert nicht alle Tage, aber wir sagen, dass es im Nachwuchs Hoffnung machen soll. Bleibt am Ball und kämpft dafür, kämpft für euren Stil, für eure Musik. Also alle, die jetzt zuhören und Musik machen und 30 Jahre nicht erfolgreich waren. Hier sind Menschen, die es nach 30 Jahren geschafft haben. Dazu wirklich herzlichen Glückwunsch. Inzwischen sind die beiden zu echten Überfliegern geworden und haben nicht nur eine riesige Fangemeinde, sondern auch eine eigene Briefmarke. Bei ihnen geht die Post schließlich immer ab. Mag es sein, dass, weil wir so sind, wie wir sind, und dass wir auch Lieder schreiben, die nicht unbedingt die heile Welt beinhalten, sondern immer auch wieder sozialkritische Themen anfassen. Unsere Kinder fragen, warum wart ihr denn so dumm? Und nichts kann die beiden bremsen. Kein Beinbruch wie vor einigen Jahren bei Bernd und auch kein Schlüsselbeinbruch wie einst bei Karl-Heinz. Für ihre Fans zünden sie immer ein Feuerwerk, komme was wolle. Wie ein Feuerwerk. Echt um Himmelwärts, und die Liebe zu dir war geworden, wie ein Feuerwerk. Ja, nach dem Feuerwerk folgt die große Freiheit. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, Karl-Heinz und Bernd. Willkommen Hallo. Den Amigos. Grüß dich. Und Freundes. Das ist echt irre, ne? was alles so passiert ist in den ganzen Jahren. Ja, wenn man das selber jetzt wieder mal so im Rückblick sieht, da ist schon viel passiert, sehr viel passiert. Bernd kriegte gerade einen Schreck, als er den Beitrag gesehen hat und gesagt, oh, da habe ich ja dasselbe T-Shirt an. Ja. Nee, wir haben nochmal genau hingeguckt und dann hat Bernd festgestellt, nee, ich habe mehrere mit der Farbe. Morgen, wir haben es ja schon gesagt, erscheint dieses neue Album. Ich zeige es gerne nochmal, weil die Fans, die lauern da ja wirklich schon die ganze Zeit drauf. Wir feiern also eigentlich heute richtig, oder? Ja, heute ist der Tag vorm großen vor Tag. High Noon. Vorm High Noon. Entstanden ist das Album ja mittendrin in der Corona-Pandemie. Ja. Ist es ein Spiegel der Zeit eigentlich? Dieser Monate? Ja, nicht ganz. Es sind zwar Lieder jetzt drauf, wo man sagen kann, das passt in die Zeit, aber wir haben das nicht mit Absicht gemacht, weil auch auf unseren anderen CDs sind immer wieder Lieder, die ins Leben gehören, die unsere Fans einfach wollen, wo die sich mit identifizieren können. Und das haben wir bis jetzt in den letzten CDs immer so gehalten, dass für die Leute was dabei war, dass natürlich auch wieder tanzbare Disco-Fox-Lieder dabei sind. Das war halt immer so, aber der Spiegel der Zeit, na gut, das passt eben gerade so. Klar, ihr habt ja auch gesagt, ne, ich meine, Freiheit ist so ziemlich das, was wir so in den letzten Monaten ja alle so schmerzlich vermisst haben. Ja, Freiheit ist mit Sicherheit eines das höchste Gut des Menschen, außer Gesundheit ist Freiheit. Und wie wir eingeschränkt waren in den letzten 1,5 Jahren, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das haben auch wir gespürt, obwohl wir auf dem Land leben und
es doch nicht so gemerkt haben. Wir haben da eher an die Menschen gedacht, die vielleicht in der Großstadt leben, im Hochhaus, mhm. 60 Quadratmeter, zwei Kinder, kein Garten. Das alles hatten wir nicht. Wir haben einen Garten, wir konnten uns frei bewegen und konnten uns trotzdem an die Regeln halten. Aber es ist eine verdammt schlimme Zeit gewesen, mhm. und sie ist ja noch nicht ganz vorbei. Wir hoffen. Die Konzerte haben uns natürlich gefehlt. Wir haben ja, alles abgesagt und verschoben. Und ja, dann stehst du morgens auf, der Tag ist vor dir und wir können uns mit unserer Musik beschäftigen. Klar, wir haben Lieder geschrieben, wir waren im Studio bei unserem Produzenten Mick dort und der hat genauso mitgelitten. Und dort haben wir halt die meiste Zeit verbracht und haben dieses Album fertiggestellt. Ihr habt die Zeit genutzt. Ja. Das kann man wirklich sagen. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, dieses Album, das es noch nicht gibt, zumindest nicht auf dem Markt, haben wollen, in Ihren eigenen Händen haben wollen, dann ja, rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben an Karl-Heinz oder Bernd. 08021 15 15 und die 18. Die beiden haben nämlich tatsächlich noch ein paar mitgebracht, haben Sie. Ja, extra für unsere Fans. Genau, extra für die Fans. Wir haben zugehört und haben und überlegt, was denn so Freiheit sein könnte. Also waren schöne Sachen. Seid ihr mit diesem Gefährt gefahren, auf dem ihr gesessen habt? Nein. Das ist für euch nicht persönliche Freiheit. Das war schon schwierig, darauf aufzusteigen. Abzusteigen. Das war schon nicht ganz einfach. Das ist so komische Metalldinge. Ich habe mir schwer einen abgebrochen, wie ich darauf gekrabbelt bin. Das sah man aber gar nicht. Naja, kann man ruhig sagen. In dem Alter darf man das sagen. In dem Alter darf man das sagen. Was wäre für euch persönliche, also so richtig persönliche Freiheit? Ja, Freiheit ist halt, dass man machen kann, sagen darf, sagen kann, was man will. Ich glaube, wir können uns in unserem Land glücklich schätzen, dass wir Freiheit genießen dürfen. Es gibt Länder, auch in Europa, wo die in der Freiheit, in der Meinungsfreiheit auch sehr, sehr eingeschränkt sind. Man hört es ja jetzt gerade in der letzten Zeit, wo Journalisten, die nur irgendwas dagegen sprechen, schon attackiert werden und erschossen werden oder angeschossen werden. In Hamburg ist eine Messerattacke. Das ist schlimm, das ist schlimm. Freiheit ist ein ganz, ganz großes Gut. Ja, das stimmt. Das, was wir Menschen haben und überhaupt hier in Deutschland. Und ihr sprecht ja auch durchaus in euren Texten Themen an. Da muss man auch, also das würden sich vielleicht andere in dieser Form dann auch nicht trauen, aber ihr nehmt euch die Freiheit. So, dann gucken wir doch mal, was Frau Rainer möchte. Hallo, Frau Rainer. Ja, hallo. Hallo. Liebe Grüße euch dreien. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Wie verstehen Sie sich im beruflichen und privaten Leben und worüber streiten Sie auch mal? mal gucken. Alter. Ja, beruflich ist es ja nun mal, dass wir durch die Musik eben zusammen sind. Das ist ja nicht mehr wie früher, als er noch Brauer war und ich LKW-Fahrer. Da haben wir zwar auch schon viel Musik gemacht. Und wir verstehen uns natürlich blind, das ist ganz klar. Bei uns dreht sich alles um die Musik. Und streiten, da sind wir schon 1 Million Mal gefragt worden, streiten tun wir eigentlich nicht, nur über Fußball. Oh, das ist ja gerade ein heißes Thema. Ja. Okay, Frau Rainer, danke schön für Ihre Frage. Danke schön und viel Erfolg weiterhin. Danke schön. Na, da fragt man da gleich mal, habt ihr gestern geguckt, EM? Ja, klar. Und? Alles gesehen. Alles gesehen. Von Anfang an. Na, über das Ausscheiden, also über den 29. Juni reden wir jetzt nicht mehr, oder? Nein, hat keinen Wert. Hat keinen Wert. Die haben es nicht verdient. Nee, sie haben es einfach nicht verdient. Sie haben schlecht gespielt. Und wenn sie schlecht spielen, und dann sollen sie auch kein Europameister werden. Wer es nicht verdient hat, hat es nicht verdient. Ganz einfach. Also es ist keine eingeschworene Gemeinschaft gewesen. Das hat man gesehen. Auch wenn die vor der Kamera immer gesagt hat, ja, wir verstehen uns gut, wir sind ein Team. Das ist kein Team. Ein Team sind die Italiener, wenn du das siehst, wie die bei irgendeiner Rettungsaktion aufeinander stürzen und sich abklatschen und freuen. Das ist ein Team, aber in Deutschland, das ist kein Team, leider. Ja, wird vielleicht demnächst besser. Ja. Ja. Euer Tipp für Sonntag? Ich tippe auf Italien. Ja. Und du? Ja. Also auch kein Streit in dem Fall? Nee. Ich würde auch die Italiener gönnen, weil die haben einen guten Fußball gespielt. Die Engländer haben gestern unberechtigten Elfmeter bekommen. Okay. Die Dänen sind betrogen worden. Gut. Meine Meinung. Gut. Haben wir geklärt. Wir gucken, was am Sonntag passiert und drücken in eurem Sinn den Italienern die Daumen. Jawohl. Lasst uns mal noch ein bisschen über Freiheit reden. Ja. Wir haben jetzt so eine kleine Fragerunde. Ihr müsst euch entscheiden zwischen entweder oder. Wir können ja immer wechseln. Ja. Dreht sich alles irgendwie so um das Thema Freiheit. Die Freiheit haben, wieder zu reisen oder wieder Konzerte zu spielen. Was ist dir wichtiger? Konzerte. Konzerte.
Freiheitsstatue oder Herkulesstatue? Das ist ja eine ganz berühmte Statue in Hessen. Was ist dir lieber? Natürlich die Freiheitsstatue. Okay. Ja, klar. Gut. Keimfreiheit oder Dreck reinigt den Magen? Was bist du für ein Typ? Bist du so einer, der so Etepetete ist oder immer mal sagt, auch wenn es runtergefallen ist, kann ich es essen? Dreck reinigt den Magen. Ich meine, ihr lebt auf dem Land. Ja, klar. Wir sind ja auch hier in Belgien, wir ernähren uns ganz normal, Hausmannskost und da fällt halt mal ein Schlüssel unter den Tisch und dann nehmt's wieder auf. Ja, Quatsch. Sehr gut. Beinfreiheit oder niemals kurze Hose, Karl-Heinz? Niemals kurze Hose. Machst du nicht? Nein. Weil? Weil ich zu dünne Beine habe. Ich sehe aus wie ein Storch im Salat. Stimmt das mit meinen dünnen Beinen? Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nicht gesehen. Kurze Hose sieht dir keiner an. Das stimmt nicht. Da können wir jetzt mal Fotos uns ganz kurz angucken, nämlich Kinderfotos. Gucke bitte schön. Ja, kurze Hose. Das, alle beide. Das muss ja gezeigt werden. Das gibt die neue Autogrammkarten. Man erkennt euch aber wirklich, das ist lustig. Beim ersten Bild sag mal, wer ist. Warte. Das erste Bild. Das erste Bild. Das erste Bild gucken wir uns noch mal an. Wer. Du meinst mein. So. Wer ist wer? Also ich würde sagen, der Große bist du. Verkehrt. Ach echt? Genau, ich war mal größer wie er, als wir noch klein waren. Ich hätte jetzt gedacht, so an den, also ich meine, lange Haare hatte ich dabei, lange Pony. Das siehst du doch an den Beinen. Nee, also das sind beide Storchenbeine. Also so. Okay, da haben wir uns da geirrt, hm? Ja. Aber bei dem nächsten erkennt man es richtig. Ja, kann sein. Ja, gut. Hätten wir hier noch was? Ja, Bernd, Freikörperkultur. Oder Freibad nur mit Badehose? Freibad nur mit Badehose. Nicht nackig gehen? Nee. Also. Soll der machen, den es gefällt. Gut. Freihändig fahren oder mit beiden Beinen fest am Boden, Karl-Heinz? Was wohl? Freihändig fahren? Nein. Nein. Du bist einer der Bodenständigen. Aber hundertprozentig. Das ist auch, glaube ich, das, was die Fans an euch so lieben. Die haben wirklich das Gefühl, ihr seid so einer, wie wir alle, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja. So kriegen wir es auf jeden Fall von unseren Fans erzählt. Okay. Also wird es wohl stimmen. So, wir haben eine Frage von Conny. Wie stehen denn die Ehefrauen hinter der Band? 120%. Ja. Muss ich sagen, ohne die wäre das alles nicht möglich, was wir machen. Wir waren ja seit 15 Jahren, kann man sagen, sind wir ununterbrochen unterwegs. Im Jahr 150, manchmal 200 Termine. Und ohne die ging das nicht. Mhm. Und es ist auch, die müssen das auch wollen, die stehen so hinter uns, ohne, es ging nicht ohne das. Was wäre das für ein Leben, wenn wir 5 Tage in der Woche in der Welt rumfliegen und sie sind daheim, wir kommen nur heim zum Wäschewechsel und fahren wieder weg. Sie fahren mit, sie machen den Fanshop, das ist eine Einheit. Mhm. Und nur so kann das gehen und das ist auch ein großer Teil unseres Erfolges. Mhm. Ohne das wäre das niemals so weit gekommen. Okay, eure Fans, das ist ein schönes Kompliment und toll, dass ihr so ein Familienunternehmen draus gemacht habt. Das finde ich ja echt toll. Eure Fans sind ja bekanntlich ganz treue Seelen. Du hast gerade gesagt, vor allem hier im Osten. Aber es gibt auch im Westen, nämlich bei euch zu Hause, einen Fan, ich würde mal sagen, der läuft allen anderen Fans so ein bisschen zumindest den Rang ab. Ehrlich? Eine herzliche Begrüßung unter Freunden. Die Amigos besuchen ihren dienstältesten Fan. Herbert Nebeling lernte Bernd und Karl-Heinz Ulrich vor 49 Jahren kennen. Damals bot er den Brüdern neben Hausmannskost sogar sein Sofa zur Übernachtung an. Da gab es ja oben, ist die Halle, wenn wir da fertig waren nach 7 Stunden Musik, war es ein kurzer Weg bis hierher zum Herbert und dann wird genächtigt. Bis wieder hell war eigentlich, manchmal bis mittags. Ja. Haben wir gesessen, Hausmache, Presskopf gegessen und auch Kleinigkeit getrunken. Mal einen Kaffee. Ja. Damals noch zu dritt erspielten sie sich auf Hochzeiten und anderen Festen eine Fangemeinde in den umliegenden Dörfern ihres Heimatortes Hungen. Oft endeten die Abende bei Herbert Nebeling im Wohnzimmer. Aber nicht nur deshalb erhielt er für die Jahre 1974 und 75 den Titel Fan des Jahres. Ob das Schlachtfest war oder Geburtstag oder egal was war, die wurden zusammen gefeiert. Da gab es nicht irgendwo was. Und das, da muss einmal einen Arm abfallen, verstehst du, bevor wir da nicht irgendwo hingefahren sind, wo die gespielt haben. Herbert Nebeling holt dann noch einen Schatz aus seiner Sammlung, mit dem alles anfing. 1985. Allererstes Halbblatt.
50 Jahre, von Anfang an war er der Fan und das ist schon eine gewaltige Zeit gewesen. Und da kann man nur stolz drauf sein. Und genau wie früher beenden die Amigos mit ihrem Freund den Abend mit einer zünftigen Wurstplatte. Allerdings stoßen sie auf die wilden alten Zeiten heute lieber mit Orangensaft an. Na, zünftig wird gegessen. Das ja. Ist, ja. Hausmannskost. Ja. Das haben wir da gemacht. Wir sind ja damals durch die Dörfer gezogen und haben die Kirmesveranstaltungen gespielt und alle Feste gespielt. Und anschließend natürlich, wenn die Veranstaltung nachts um 3 Uhr das letzte Lied gespielt war und die Klamotten waren verpackt im Hänger und dann ging es um die Ecke zu ihm und dann wurde dann Hausmacherwurst aufgetischt und dann ging es halt bis mittags, bis hell war. Herrlich, herrlich. Das sind dann die Zeiten, oder wir möchten keine Sekunde missen, die wir damals durch die Dörfer gezogen sind und das erlebt haben. Wir haben Facebook, entschuldige, wir haben so viele Fragen, wir müssen jetzt mal ein paar abarbeiten. Nicht, dass ihr eure neuen CDs umsonst mitgebracht habt. Auf geht's. Andreas möchte wissen, wann bringt ihr mal eine Schallplatte auf den Markt? Das machen ja viele andere Künstler wie Andrea Berghardt, Helene Fischer und Fantasy. Vinyl. Ist schon drüber gesprochen worden, das müssen wir mit der Firma abklären. Wäre eine schöne Sache, ist wieder im Kommen, so eine Vinylplatte. Ist schon drüber gesprochen worden und ich denke, das ist noch nicht unterm Tisch. Mhm. Helga Schmidt möchte noch wissen, auch über Facebook gekommen. Man sagt, dass die Musiker nicht tanzen können, oder grundsätzlich Musiker. Wie sieht es denn mit Bernd und Karl-Heinz aus, mit dem Tanzen können? Ich will mal so sagen, ich kann schon tanzen, aber ich tanze nicht gern. Und weil ich auch eigentlich nie die Gelegenheit gehabt habe zu tanzen, weil wir stehen nicht unten, wir stehen immer oben auf der Bühne. Und da gab es keine Gelegenheit zu tanzen. Wenn da mal war, da musste schon eine extra Feier sein, wo, ja, so 50. Geburtstag oder 60. Geburtstag, dass man da mal eine Feier, dass man da mal mit der Frau getanzt hat. Aber ansonsten, gern tanzen tue ich nicht, aber ich kann tanzen. Bernd? Ja, tanzen für mein Leben gern, nur haben wir keine Gelegenheit dazu. Oh. Nee, das ist sehr schade. Und wenn mal, dann vielleicht eine Verletzung beim Fußball oder so. Klar. Hat auch noch dazwischen gespielt. Also. Das ist natürlich Mist, ne? Dann geht es nicht. Das verstehe ich. Ja, das sind alles Gründe, das verstehe ich. So, Frau Skubich, hallo. Hallo, liebe Grüße ins Studio. Danke. Ich wollte gern mal wissen, wo Sie das schöne Video gedreht haben zu der neuen CD. Ja, okay. Die Videos, ja. Also das jetzt von Freiheit. Ja. Ach, das Video von Freiheit, ja. Also geplant war, dass wir die Videos in Kroatien, am Gardasee drehen. Durch die Pandemie ging es halt nicht. Es war uns auch ganz recht, weil wir sind dermaßen heimatverbunden. Und diese ganzen Videos haben wir im Umkreis von 10 Kilometer von unserer Haustür bei uns in der Heimat gedreht. Mhm. Und da ein ganz riesengroßer Dank an den Kameramann, an den Stefan Röder, der die Videos gemacht hat. Es war mehr Arbeit, es war viel mehr Arbeit, wie wenn du, was weiß ich, einen schönen Strand, Palmen hast. Aber eigentlich sind das nicht wir, muss ich ganz klar sagen. Wir haben nicht irgendwo ein Schiff oder ein Boot oder wenn einer fragt, sagen wir, ein Hubschrauber ist eine Reparatur. So etwas brauchen wir nicht, wollen wir auch nicht. So sind wir nicht. Und uns war das ganz recht, dass wir unsere Videos in unserer Heimat gedreht haben. Ja, das haben wir jetzt, das Freiheit hat man bei uns im Vogelsberg, nennt man da, ist zwar kein richtiger Berg, ist aber das größte Vulkangebiet in Europa. Im Vogelsberg beim Bekannten, der hat dieses Dreieck zur Verfügung gestellt und da waren wir schön oben im Fuß. Es war natürlich saukalt an dem Tag. Ja, wir haben gefroren wie die Verrückten. Es war bitterkalt. Die Hemden, das waren auch noch ausgerechnet die dünnsten Hemden, die wir hatten. Also ich war froh, wie wir das 2-3 Mal durchgesungen hatten, dass wir da weggekommen sind. Es war noch ziemlich hoch, auch noch, also eisig kalt. Okay. Aber es ist gelungen halt. Genau, hier haben wir die dünnen Hemden. Ich zeige sie gerne. Ja, mal, genau. Ne? Also die bösen dünnen Hemden, aber sehen schick aus, kann man ja nicht anders sagen. Okay. Danke, dass ihr so gelitten habt für die Fans. Ja, okay, alles klar. Gut, danke Frau Skubich für Ihre Frage. Wir sind große Fans von den Amigos. Danke. Wunderbar. Dann viel Spaß beim Hören der neuen CD. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und hier hätten wir noch Frau Nieland. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Meine liebe Grüße an die Dreierrunde im Studio. Vielen Dank. Meine Frage ist, ab und zu tritt doch die Daniela mit Ihnen auf.
Haben Sie vor, ein Programm, ein festes Programm irgendwann mal auf die Beine zu stellen, dass die immer mit dabei ist, konstant dabei ist, oder soll sie nur ab und zu als Gast dabei sein? Nein, es soll nicht als Gast dabei sein. Geplant war 21, 30 Konzerte Amigos und Daniela, weil viele Fans gefragt haben, genau wie Sie, wann es möglich wäre, die Daniela. Und haben uns schon Gedanken gemacht, haben ein Programm zusammengestellt, alles wieder dank Covid verschoben worden, aber nicht, also es liegt nicht in der Schublade. Es wird Konzerte geben mit Daniela, und zwar 22, vielleicht 21, wenn es losgeht, dass wir da was basteln. Also immer informieren auf unsere Homepage www.die-amigos.de unter Termine 21, 22, und da steht immer dabei Amigos und Daniela. Es ist angedacht und es wird auch mit Sicherheit so kommen, weil viele, viele Fans, wie Sie, danach gefragt haben. Freut uns sehr. Mhm. Das ist schön. Gut, Frau Nieland, danke schön. Freut mich auch. Vielen Dank. Und da haben Alles Gute. Für Sie auch vielen Dank. Und da haben wir doch jetzt genau das Richtige für Frau Nieland und für alle anderen Fans der Dreiergang. Nämlich ein schönes, darf man Duett sagen? Ja, obwohl ihr drei seid? Ja. Hm, schwierig. Ja. Naja, also auf jeden Fall singen sie gemeinsam. Ja. Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen, schauen die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schauen hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Hey! Sierra! Die Menschen der Sierra hinauf zu den zornigen Höhen. Schaut hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Hey! Sierra! Die Menschen der Sierra hinauf zu den zornigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Hey! Sierra! Die Menschen der Sierra hinauf zu den zornigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Hey! Sierra! Die Menschen der Sierra hinauf zu den zornigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Hey! Sierra! Die Menschen der Sierra hinauf zu den zornigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Hey! Sierra! Die Menschen der Sierra hinauf zu den zornigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne.